Hey Jungs, ich erkläre euch einfach mal gerade hier ein bisschen das Equipment. Das hier ist das, hier das Tube Primply 5, 4 steht hier. Das hat Knöpfe. Wenn man da dreht, dann verändert man hier den Level, ja, und die Höhe und runter halt. Ja. Und hier ist der Optical Kompressor, damit sieht man dann halt besser. Ja. Das ist ja schon wichtig. Ich zeige euch gleich mal, weil wenn man sieht, man muss ja die Texte lesen können, wenn man das nicht auswendig kann, so wie ich. Ja. Dann zeige ich euch mal den Aufnahmeraum. Das ist nämlich spannend. Hier, das ist die Kabine. Ja, hier stehe ich, hier sehe ich. Ja. Ist natürlich auch wichtig, dass alles funktioniert. Stimme, Kaffee ist wichtig. Ja. Hier, das Equipment ist natürlich wichtig. Zur Rechten hier, Pastillen, die Stimmbänder etwas feuchter machen, was wichtig ist, wenn man die Vitaminstängel daneben natürlich nutzt. Und ganz klar, um die Nase frei zu halten in den Tenbüchen. Ja. Tipp, steht da extra drauf. Tipp, putzt euch die Nase. Ja, das wird heute also der qualifizierte Teil von Godslave Gear Talks. Also das sind Trommeln, macht. Ja. Grundsätzlich für alle absolut interessierten Nerds, ich spiele insgesamt drei verschiedene Sets. Das Ding ist nur für den Proberaum da, schimpft sich Mapex Voyager Rebel Monster. Dann steht da wunderschön in Tüten verpackt ein Pearl Export, das nur für die Live-Shows da ist. Das Studio-Set, dankenswerterweise immer von Six&Four, über den geilen Thomas aus der Drum-Abteilung. Ein Sonor Delight, richtig, richtig fetter Grundsound. Das wunderschöne Dingeling-Becken fällt etwas aus der Reihe. Das ist, glaube ich, Meinl. Hallo? Ja, meine Classics. Irgendwie von den alten Becken übrig geblieben, genauso ist China. Der ganze Rest, da bin ich auf Sabian, auf der AAX-Serie hängen geblieben. Splash in 8 und 10 Zoll, Crash in 14 Zoll aus der Studioserie, in 15 Zoll aus der Studioserie und noch ein 14 Zöller Explosion Crash. Genauso die Hi-Hats in 14 Zoll und das Ride in, weiß der Geier, grob geschätzt 20 Zoll. Alles aus der Studioserie. Die Snare Drum, die fällt aus dem kompletten Setup raus. Die ist auch sowohl im Studio als auch auf der Bühne dabei. Das ist eine. Irgendwo steht's. Ha! Tama Star Classic. Star Classics. Star Classics. Machen wir das draus. Mit S. Dann haben wir natürlich noch ein schönes Double Bass Pedal. Das ist seit Jahrzehnten unausgetauscht. Das Pearl Eliminator Pedal. Und es hält immer noch. Kann man nichts sagen. Und last but not least, die Drumsticks sind in Deutschland gefertigt. Auch mal ganz nett. Rohema heißt der Laden. Und in der Natural unbearbeitet Serie. Für ja, ekelhaft schwitzige Hände, wo der Schweiß schön einzieht ins unbearbeitete Holz. Richtig geiler Scheiß. Ich schaff's trotzdem, so durch die Welt zu schmeißen. Hallo Leute, bin gerade dabei, Solo einzuspielen. Wer ich bin, wisst ihr ja. Wer ist das? Möchtest du noch mal an meinem Schleckstängel lecken? Der Meier, ne? Ich spiele wie gesagt gerade Solo ein. Muss ja sein, sonst klingt's ja scheiße. Und über was spiele ich? Ich spiele statt über meinen Coreplay heute mal über einen Peavey. Für Solo recht geiles Teil, muss man tatsächlich sagen. Als Gitarre habe ich ausnahmsweise mal meine Ersatzgitarre. Das ist nicht die, die ich auf der Bühne spiele, sondern die genau. Die Pro Warlock und ja, lässt sich gut spielen, muss ich dazu sagen. Von daher, vielleicht sollte ich sie doch mal auf der Bühne spielen. Dürfte nur nicht Bernie erzählen, weil der meckert dann. Der will ja lieber, dass ich sowas spiele. Warte, ich zeige euch das mal.
weil dieses selbst zusammengefriemelte Teil hat eine V-Form. Und ja, warum spiele ich gerade das komische Ding? Es hat einen sogenannten Sustainer, das heißt, ich kann da ein bisschen mehr Hebel-Action machen und es klingt eigentlich ziemlich geil. So, und damit ihr hört, wie das dann klingt, das kann ich jetzt im ganzen Tag machen. Ja, wir platzen die Ohren.